Hallo an alle. Penisvergrößerungspatienten fragen mich manchmal, wie zum Beispiel 2 Monate oder 3 Monate sind vergangen, dann schreibt er mir eine SMS. Er sagt, mein Penis wurde von dieser Stelle kein Fett injiziert. Warum ist das passiert? Entweder, also Freunde, denkt logisch. Wie viel ist Ihr Penis? 13 cm oder 15 cm, sagen wir, bei einer Erektion, also einem Organ. Wir injizieren Fett hinein, also 60 cc Fett. Als ich Ihnen das auf einem Kongress erzählte, sagten Sie, Bruder, Sie sagten, den Penis schneiden Sie ihn ab und stecken Sie in diesen Injektor. Also wohin gibst du all dieses Fett, weißt du, was ich sage? Also geben wir ihm eine Menge Fett und die Größe eines Insektors. Ich meine, das Fett ist klein. Das Fett, was wir geben, ist viel zu viel für die Länge des Organs. Gibt es eine Chance, dass wir es verpassen werden? Könnte es passieren? Also, es ist unmöglich. Das Organ ist sowieso weich, also zwischen 6 bis 7 Zentimeter oder 10, 12 Zentimeter. Wenn wir ein Gebiet kein Fett gegeben haben, dann muss es auch einen Grund dafür geben. Also sagt nicht, dass wir es irgendwie verpasst haben. Manchmal, besonders bei beschnittenen Patienten, ist manchmal die Beschneidungsnaht sehr eng. Sie geben Fett an den Körper des Penis, sie füllen den kollabierten Bereich mit Fett, weil sie das hängende Band an der unteren Seite des Penis schneiden. Sie geben Fett sehr leicht überall. Manchmal dringt ein Stift nicht einmal in einen Bereich über Beschneidungsnähte ein. Die Haut ist so klebrig an der Basis. Es geht um eine Beschneidung, also ich meine, es ist nicht wirklich ein Beschneidungsfehler, aber nach der Beschneidung heilt die Basis, während die Haut mit den dort geworfenen Steichen heilt. Dann gibt es in diesem Bereich keine Kanüle mehr. Ich meine, ich habe einige wirklich schlimme Fälle wie diesen gesehen. Ich meine, wir konnten überall Fett bekommen, aber es gibt kein Blut in der Beschneidungsnahtlinie. Schauen Sie, ich nehme jede Operation, die ich habe, auf Video auf. Es ist ungefähr 11 Jahre her. Seit 11 Jahren wird die Operation jedes Patienten auf Video aufgezeichnet. Wenn sich der Patient bei mir darüber beschwert hat, sage ich, komm, lass uns dein Video öffnen und sehen. Wenn wir das nicht können, gibt es keinen Grund. Das ist es, was ich Ihnen zeigen möchte. Manchmal drücken wir die Kanulierung so stark, wissen Sie, wenn Sie stärker drücken, wird sie das Gewebe durchbohren, den Kopf des Penis durchbohren und herauskommen. Weißt du, wir treiben es voran und wenn es nicht so ist, gibt es nichts, was wir tun können. Wir fetten diesen Bereich nicht. Um also Fett zu geben, muss die Kanüle unter der Haut gehen, weißt du? Manchmal sind einige Bereiche sehr fest mit der Basis verklebt. Hier ist die Beschneidungsnahtlinie, die Naht. Die unverschnittenen Patienten zum Beispiel passiert das nicht, da es in diesem Bereich keine Stiche gibt. Okay, wir treiben es voran, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Wir drücken das Gewebe also nicht hart genug, um es auseinanderzureißen oder durchzugehen. Es hat keinen Sinn, das zu tun. Wir müssen so viel Gewebe wie möglich geben und die Kanüle dort hineinlassen. Wenn er es also nicht getan hat, können wir kein Fett in diesem Bereich injizieren. Ich meine, lassen Sie mich Ihnen in diesem Video sagen, also raten Sie mal was. Deshalb sage ich es dir, weil der Patient sagt, dass du mal irgendwie hast du es verpasst oder so. Können wir sowas verpassen? Manchmal ruft der Patient direkt nach der Operation an, sagt mein Lehrer, also es fehlt, also die eine Seite ist angeschwollen, die andere nicht. Manchmal passiert so etwas. Schauen Sie, das Penisgewebe bekommt Ödeme. Es gibt natürlich eine kleine Schwellung. Abgesehen von dem Fett, das wir ihnen geben, baut sich das Serum auf. Es schwellt an. Jetzt ist das Fettgewebe nicht flüssig, es fließt nicht. Aber Ödemflüssigkeit ist flüssig. Der Patient liegt auf einer Seite, die Ödemflüssigkeit sammelt sich auf der Unterseite an. Das beste Beispiel dafür ist die Nasenästhetik. Sie. Jetzt nach der Nasenkorrektur nimmt der Patient manchmal einen Gips ab, es gibt keine Verbände mehr auf der Nase. Der Patient ruft morgens den Arzt an und sagt, Herr Arzt, ich habe ein kleines Nasenloch, eins ist groß und das andere ist klein. Wieso ist das so? Wenn Patienten anrufen, sage ich zu denen, schauen Sie nach 2 bis 3 Stunden wieder und wenn nicht, dann kommen Sie zur Klinik. Nun wendet sich der Patient, sagen wir nachts, nach rechts und geht ins Bett. Das Ödem hat nach rechts hinunter und was ist passiert? Das Nasenloch sieht klein aus, weil diese Seite geschwollen ist.
Er sucht den Arzt an und ruft ihn an. Ich sage, dass am Nachmittag es nochmal untersucht werden muss. Innerhalb von 2 Stunden entspricht dieses Ödem wieder und diese Patienten kommen normalerweise dann am Nachmittag auch nicht zur Klinik, weil sie sehen, dass es synchronisiert ist. Wie gesagt, wenn sie auf einer Seite des Ödems liegen, sammelt sich es auf einer Seite an. Nach der Operation lag der Patient, sagen wir, auf einer rechten Seite. Die rechte Seite des Penis kann geschwollener sein. Das Ödem wird auf diese Weise gesammelt. Lassen Sie sich davon nicht sehr täuschen, das ist kein Problem. Schließlich absorbiert der Körper das Ödem dort trotzdem. Abgesehen davon kann es manchmal zu Verwachsung am Penis und an der Haut kommen. Also außerhalb der Beschneidungsnahtlinie zum Beispiel kann es sein, dass der Patient eine Infektion gehabt hat und es klebt an der Basis. Es fällt uns schwer, an Orte wie diese zu kommen. Es ist etwas, das ich sehr selten sehe, aber ich habe es auch schon gesehen. Es könnte auch durch eine frühere Fettinjektion verursacht werden. Der Patient hat eventuell eine vorherige Fettinjektion. Zu dieser Zeit, wenn das Fett heilt, wenn es ein festes Ereignis an dieser Basis gab, ist es schwierig für die Kanüle wieder einzudringen. Oder lassen Sie mich so sagen, wenn wir bei Patienten die Fettinjektion haben, eine zweite Fettinjektion benötigen, tun wir dies mindestens 6 Monate später. Dies liegt daran, dass das Gewebe bei der ersten Fettinjektion in Fibrosegewebe umgeht und zu Beginn aushärtet. Dies muss ein wenig weicher werden und etwas Kanüle hereinlassen. Wenn Sie dies in sehr kurzen Abständen fettinjizieren, wird die Kanüle nicht hineingehen. Da die Kanüle nicht eindringen kann, können Sie nicht einfach fettinjizieren und eine homogene Nachfertigung durchführen. Es wird schwieriger sein. Das Gewebe muss weicher werden. Mindestens 6 Monate später, sogar 9 Monate oder vielleicht 1 Jahr, ist es noch besser. Das Gewebe wird gut erweicht, Sie machen die Fettinjektion viel angenehmer. Also wenn es eine Adhäsion gibt, Fibrosegewebe im Inneren, das verhindern wird, dass das Kanül eindringt, können Sie diesen Bereich nicht fetten. Ein Problem ist, was ist, wenn es etwas ist, also das wir selten sehen, aber es muss erklärt werden. Ich habe es auf meiner Webseite in einer Box auch geschrieben. Unsichtbare Ringdeformität, das ist es, was ich sage. Also jetzt geben wir dem Penis des Patienten Fett und unter die Haut, wenn sie dann Fett geben, ist es, als gäbe es irgendwo einen unsichtbaren Ring. Es ist wie ein enger Ring irgendwo im Penis, wie ein Ring dehnt sich nicht aus. Egal wie viel Fett Sie injizieren, dieser Bereich wird sich nicht ausdehnen. Wir haben das sogar auch versucht. Wir sind über diesen schmalen Teil auch gegangen und haben Fett in diesen Bereich gegeben, damit wir ihn hart auch pushen könnten. Ich meine, ich denke, es ist ein angeborenes Problem. Es gibt ein Problem namens Aminoband. Wenn Babys geboren werden, gibt es manchmal einen schmalen Bereich an ihren Fingern, Händen, Armen. Es ist, als ob etwas in diesem Bereich auch gequetscht wurde. Es ist schmal, als hätte es einen Ring und ein Armband, die nicht darauf auftauchten. Ich denke, es ist eine sehr milde Form des Penis. Es gibt eine dürre Haut, einen Dehnungsbereich. Wenn Sie Fett injizieren, gibt es einen dürren, nicht dehnenden Bereich der Haut. Ich werde Ihnen sagen, was passiert. Wenn wir Fett injizieren, das normalerweise nicht bei der Untersuchung auftaucht, Sie untersuchen den Patienten. Das ist bei mir bei einem Patienten bisher aufgefallen. Ich habe es bisher bei einem Patienten nur gesehen. Also, als wäre es auf der Haut ein wenig eng. Also, es ist sehr elastisch wie an den anderen Seiten. Dann habe ich es diesen Personen gesagt und es kam wirklich in der Operation auf. Es ist normalerweise nicht offensichtlich bei der Untersuchung. Es trifft auf, wenn sie das Fett geben. Wie gesagt, es ist sehr selten. Ich habe es bei 4 bis 5 Patienten gesehen. In diesen Fällen, in der ersten Fettinjektion, dehnt sich dieser Bereich nicht aus. Er dehnt sich nicht aus. Es ist so eng dort, als wäre es ein Ring dort. Aber was ich normalerweise sehe, ist, dass, wenn Sie Fett an die zweite Fettinjektion zurückgeben, dieser Bereich heilt dann. Noch einmal, wenn er kämpft, geht es ihm gut. Diese unsichtbare Ringdeformität verbessert sich. Es ist sehr interessant. Ich weiß auch nicht genau den Grund dafür, aber ich denke, dass es angeboren ist. Es ist etwas, das von selbst heilt. Es heißt, also in der zweiten Operation, das ist meine Erfahrung dazu. Wie ich in meiner Erfahrung sagte, also haben wir es bei 4 oder 5 Patienten gesehen.
Aber in den zweiten Fettinjektionen in allen von Ihnen verbesserte sich die Situation. Lassen Sie mich Ihnen das sagen, also das ist alles, was ich dazu sagen habe. Wenn Sie irgendwelche zusätzlichen Probleme haben, die ich vergessen habe, vielleicht wurden Sie operiert oder haben irgendein Problem, schreibt mir. Danke fürs Zuschauen. Ich warte auf andere Videos.